Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Freitagsfolge mit mir dabei, nur 24 Stunden Racer oder Lorenz. Hallo an dich. Hallihallo. Ja, und ihr habt es eben schon gesehen, jetzt seht das gerade nicht. Ich sitze hier auf jeden Fall in einem Dodge Challenger SRT Demon und Lorenz sitzt in dem Ford Mustang Shelby GT500. Wer die Autos in Forza kennt, weiß, dass sie eigentlich LI-mäßig gar nicht so zusammenpassen. Aber ja, wir haben letzte Woche die Serienvariante von den beiden Autos verglichen. Und irgendwie hat es mich in den Fingern gejuckt. Und ich habe gesagt, komm, auch wenn die LI-mäßig nicht zusammenpassen, wir vergleichen die einfach. Weil es sind die Flaggschiffe der beiden Firmen oder der beiden Autos. Da wir aber schon am Kreis sind, würde ich sagen, wir starten erstmal mit der Beschleunigung und dem Topspeed. Und wir können ja auch nebenbei weiterquatschen. Genau. Ich meine, wer letzte Woche verpasst hat, Schande über dich. Direkt nachholen bitte. Nein, der hat natürlich vielleicht noch in Erinnerung, der Dodge ist das Auto, das, was man sich unter einem Amerikaner vorstellt, wenn man das nur hört, das bei ihm Begriff. Der verkörpert ihn ein bisschen besser. Er hatte mehr Power, war schneller, aber halt dann auch ein bisschen fetter und in den Kurven nicht so gut unterwegs. Und ich würde sagen, diesmal ist es so ein bisschen ausgeglichener, wenn ich mir das gerade so anschaue. Ich meine, auch die Leistungsdaten. Letztes Mal hat er ein gutes Stück mehr Power. Diesmal sind die doch wirklich ähnlich auf von der Motorisierung her. Nein, obwohl ich einen großen Flügel habe, geht es gerade für mich mehr vorwärts. Ich meine, er schaut auch ein bisschen mit ein bisschen weniger Kanten, ein bisschen mehr Rundungen noch als deiner. So aus, als wäre er ein bisschen windschnittiger. Jetzt muss ich mich aber konzentrieren für den Topspeed. Einmal auf den Tor schauen. Oh, ganz kurz aufgeblinken. Jetzt wird es nicht mehr schneller. Von dem her, ich denke, meinen Topspeed habe ich. Jo. Ist die Frage, ob du bergab nochmal kurz schneller geworden bist oder ob das gereicht hat, weil jetzt ziehe ich halt nicht mehr weg. Das die große Frage, hattest du eine 4 im Topspeed? Ja. Oh. Da das erste wahrscheinlich keine 2 war und das, das erste wahrscheinlich auch keine 4 war, würde ich mal sagen, die 340 hast du geknackt. Alternativ bin ich natürlich 304 und irgendwas gefahren. Aber nein, 340 habe ich geknackt. Ganz kurz standen sogar 343 am Tacho. Und du? Das ist schnell. Und ich kann im Stehen Donuts machen, das, obwohl ich noch nicht mehr 100% Gas gebe. Also Leistung hat er genug. Der muss ja, nee, da bin ich geschwindigkeitsmäßig nicht ganz hingekommen. Bei mir hat es bei 339 aufgehört. Also das ist natürlich unbefriedigend, aber ja. Naja. Ich meine, das ist jetzt nicht langsam. Aber wenn man sagt, man fährt die absolute Ausbaustufe von seinem Auto, wo die Basisvariante schon locker gewonnen hat und was die anderen dann noch rausholen konnten. Und mal was Unorthodoxes, ich bremse links von dir an. 250 ganz normal. Ja, ne? Genau. Die Autos schaffen es ja wieder. Hey, die letzte Woche haben es auch geschafft. Ja. Die Zuschauer wissen gar nicht, was du meinst. Bremsen Ich habe einen Moment zu früh gebremst, aber wir kennen es, das hole ich während des Cuts gleich nochmal nach. Also wenn ich gleich anders stehe, dann liegt es daran, dass ich nochmal gebremst habe. Ja, da sind wir wieder und wie wir sehen, ich habe zwar noch früher angehalten, aber nicht mehr mit ganz so hohem Abstand wie eben. Ja, von daher ist jetzt auf jeden Fall gerechter. Wie viel Meter hast du denn, Lorenz? Über 100 hast du die unterboten? Nein. Okay, immerhin etwas. Also größte Schande ist damit gerettet. Also eben nicht auf dem Auto, aber 126 Meter. Waren es 125? Ich glaube, es waren 125. Nur ja, so oder so, kein guter Wert. Ja, ich habe 119. Aber die Autos wurden noch nicht gebaut, um gut bremsen zu können. Ja. Das war, glaube ich, damals nicht... stand nicht ganz oben auf der Liste bei dem Ingenieur. Wobei, gerade wenn ich mir mein Auto so anschaue, mit dem großen Flügel hinten drauf und allem drum und dran, sollte der schon ein bisschen mehr Richtung Rennstrecke gehen, hätte ich jetzt so vermutet. Und dass er dann später steht als der große Fettklops namens Dodge SRT Demon.
Boah. Sorry, aber. Das ist ja eine Backpfeife. Ich weiß, die Basisversion war über 2 Tonnen, haben sie wenigstens genug abspecken können, um jetzt drunter zu sein. Ja. Okay. 1927 Kilo. Okay. Okay. Damit ist der Unterschied auch wieder wirklich nicht so groß wie gedacht, weil der Mustang, ich habe ja den Dodge gerade fett genannt, aber der Mustang hat auch jetzt nicht Leichtbau erfahren. Der wiegt auch gut seine 1892 Kilo. Warte, auf das, was ich sehe, muss ich kurz eingehen. Mhm. Mein Auto ist heile, nur für alle Zuschauer. Es sieht nur im Fotomodus so aus, als ob meine Scheibe ein Loch drin hat. Okay. Ah, das wächst auch gerade zusammen. Spannend. Vielleicht je nachdem, wie weit du weg bist, uns. Dass irgendwas nicht gerendert ist. Ach. Nein, ich bin nicht weit weg. Ich stehe fast direkt vorm Auto. Okay, bei mir ist immer so, ich gehe von Autos weg und zoome dann ran mit der Kamera, weil dann die Autos einfach besser ausschauen. Wer jetzt gerade bei mir in der Sicht ist und gerade die schönen Autos sieht, aber sich trotzdem wundert, wer was für ein Loch, der muss jetzt in die Beschreibung schauen und bei René vorbeischauen. Ich würde sagen, aber genug Werbung gemacht, machen wir weiter mit dem Programm, vergleichen wir noch die restlichen Daten. Power hat deiner? 700, wie wiegt deiner? 1892 hatte ich auch erwähnt. Ach, eben, ja, okay. Okay, ich war ganz, ganz fasziniert von meinem Loch, das ich auch auf beiden Seiten habe. Löcher aus beiden Seiten. Meister, wie viel Power hast du? 852 PS. Ah, das ist mehr. Ich habe nur 770 PS und trotzdem war ich schneller, von dem her. Newtonmeter technisch ist es eigentlich auch ganz schön stark. Der Mustang 848, aber ich auch nehme an, da kannst du nochmal auftrumpfen. Ja, alles, was nicht vierstellig ist, würde ich jetzt nicht hoch nennen, ne? Ja, okay. Sagt der Dodge-Fahrer mit 1045 Newton. Boah, das ist heftig. Ja gut, dann. Aus 6,17 Liter Hubraum. Ja, ich habe nur 5,16, also 5,2 Liter. Ja. Jetzt muss ich noch sagen, ich habe weniger Hubraum, weniger Power und weniger Drehmoment. Ich bin ein bisschen leichter, was ja beim Top Speed eigentlich auch keine große Auswirkung haben sollte. Ich habe aerodynamische Teile am Auto verbaut und trotzdem habe ich irgendwie einen Topspeed gefahren. Von dem her, irgendwie, wenn man dein Auto von vorne anschaut, schaut das aus wie so ein, wie eine Wand, die auf einen zufährt. Brutal, kantig und böse. Aber irgendwo fehlt es dann doch. Was auch keine eine Auswirkung auf den Topspeed hat, aber trotzdem noch interessant ist, wie ist denn deine Gewichtsverteilung? 58% vorne. Okay, gar nicht so schlimm, wie ich erwartet habe, mit einem riesen Motor vorne drinnen. Trotzdem Mustang etwas kleinerer Motor, entsprechend auch eine etwas bessere Gewichtsverteilung, nur 56% vorne. Trotzdem auch hier wieder kein so großer Unterschied. Wir halten also fest, letzte Woche haben wir gemerkt, der Dodge war auch auf der Rennstrecke gar nicht so weit entfernt vom Mustang, weil er eben ein bisschen mehr Leistung hatte und einfach ein bisschen besser immer beschleunigen konnte und dann auch wenn die Kurvenfahrt nicht ganz so gut war und es dann eben ein bisschen langsamer war, war der Abstand deutlich kleiner, als zumindest ich das zuerst erwartet hätte. Ich würde sagen, schauen wir mal, ob das diese Woche wieder so ist. Wir starten das Ganze im Dodge Challenger SRT Demon. Und anders als bei der Basisversion haben wir hier jetzt noch nicht mal den Vorteil, dass der LI wenigstens irgendwie uns Hoffnung sprechen könnte. Entsprechend muss es das vierstellige Newtonmeter sein, das uns hier einen Arsch rettet, weil sonst sehe ich keine großen Chancen, dass der irgendwas auf der Rennstrecke gegen Ford packen kann, weil... Ich würde sagen, die vierstelligen Newtonmeter sorgen dafür, dass wir uns den Arsch wegschmeißen. Oh, das ist natürlich auch eine Option. Na, versuch mal, die nicht wegzuschmeißen, sondern für dich zu nutzen. Versuch macht klug. Vorsichtig am Gas stehen. Ja. Also ich gebe nur so eine Prognose ab. Ich sage, du bist mit dem Dodge schneller. Nicht. Und ich mit dem Mustang. Meine Prognose. Aber nur eine Prognose. Meine Prognose, der Mustang wird den Dodge im Grunde in den Boden fahren, weil der Dodge einfach nicht für die Rennstrecke gebaut ist. Ja, das stimmt allerdings. Wobei er leichter geworden ist als seine Basisversion. Beim Mustang ist es umgekehrt der Fall. Also von dem her könnte man sagen, hat Dodge da vielleicht sogar was besser gemacht als Ford, Shelby. Wem auch immer man da die Schuld zuschieben möchte.
Und ich denke gerade... Schuld oder nicht Schuld? Gerade wenn man ein bisschen vorsichtig fährt, dann ist das doch ganz angenehm, sogar das Auto hier zu fahren. Ein bisschen Shortshiften, bisschen vorsichtig am Gas und dann ist es so ein gemütlicher Bär, der sich um die Kurven schiebt. Und wir alle wissen, Bären sind ganz schön schnelle Tiere, wenn sie wollen. Alter, schiebt dir hier raus. Eieiei, pass auf beim Bergabfahrt. Da muss ich jetzt kurz still sein, weil da war dann auch höchste Konzentration gefragt. Dieses Auto, wenn er dann irgendwie am Limit ist, wenn es eine schwierige Situation ist, dann musst du richtig arbeiten mit dem Auto, damit du das noch geregelt bekommst, weil das Auto wie so ein wilder Bär will eigentlich nicht geregelt werden. Und willkommen im Auto, das auch ganz schön schwer ist, aber nicht ganz so schwer wie der Dodge. Das auch ganz schön Leistung hat, aber nicht ganz so viel Leistung wie der Dodge. Das hoffentlich auch eine gute Zeit fährt. Eine Zeit vielleicht sogar schneller als der Dodge. Und ich habe gedacht, jetzt kommt vielleicht nicht ganz so schnell wie der Dodge. Ja, genau, damit habe ich gespielt. Ja, ich denke, ich bin ziemlich fest davon aus. Ich meine, wir haben einen höheren LI. Und gerade auch in den ersten Kurven bestätigt sich das, was ich jetzt beim freien Fahren schon das Gefühl hatte. Das Auto fühlt sich einfach ein bisschen leichter, ein bisschen spritziger, ein bisschen spaßiger an als der Dodge. Ja, ja, definitiv. Und das Gewicht ist irgendwie erschreckend viel bei dem hier. Aber ich meine, der Flügel und so, der hilft. Und da geht's vorwärts. Und dann hat er auch eine Kurvenlage, schiebt er nirgendwo, sondern fährt sich sehr vernünftig. Es hört sich fast wie ein Allrad. Natürlich nicht 100% nicht immer, aber im Vergleich zum Dodge und dafür, dass es ein Heckantrieb ist, finde ich, fährt der sehr stabil. Also ist ja jetzt kein Geheimnis, dass ich nicht der schnellste bin und nicht der sicherste Fahrer. Aber da finde ich, lässt sich der Mustang hier als Heckantrieb doch sehr stabil fahren, auch für mich. Mhm. Okay, aber auch hier in diesen Knicken, in dieser langen Gerade, da musst du schon ein bisschen vorsichtig herangehen an die ganze Sache. Jetzt bin ich gespannt, wie er sich hier bergab fährt. Und dort hatte ich ja da wirklich kurz einen Schrecken. Das ist immer der Moment, wo das Auto doch sehr weit rausgeschoben hat. Ja, ich gehe mal trotzdem ans Limit mit dem Ford, wie ich es mal auch mit dem Dodge am Anfang getan habe. Und das hört sich gleich so viel besser. Ich habe früh eingelenkt. Fast zu früh, weil der Ford halt wirklich super geil so ein direktes Einlenken dann auch hatte. Und entsprechend simpel hat sich das ganze Bergabfahren dann auch herausgestellt. Jetzt hat noch die letzten Kurven waren. Nicht zu früh lachen, nichts wegwerfen und dann den süßen Nektar des Sieges genießen, wenn die Zeit des Dodges fällt. Und damit willkommen zum Fazit, das jetzt natürlich noch ansteht. Ach, gehen wir zuerst mal auf die Zeiten ein. Tut mir leid. Tut mir zuerst am Hals. Gehen wir zuerst mal auf die Zeiten ein. René hat schon ganz richtig bemerkt. Auf jeden Fall, mit Mustang waren wir beide deutlich schneller. Das bedeutet, dass ich im Dodge nur eine 2 Minuten 17 gefahren bin. Wo ich im Ford Mustang Shelby GT 500 dann eine 2 Minuten 11 gefahren bin. Das sind 6 Sekunden. Das sind also wirklich Welten, die bei mir dazwischen im Auto liegen. Und das, obwohl ich gerade, wer es gesehen hat, in der ersten Haarnadel da im Bergauf wirklich ein bisschen Probleme hatte. So erstmal die Bremsen wieder und dann war das Auto sehr leicht plötzlich, aber ich habe es ja gut noch geregelt und wieder auf die Straße bekommen. Ja, im Dodge hat sich es eigentlich teilweise nochmal ein bisschen sauberer sogar angefühlt. Eigentlich sogar hätte ich gesagt, wie sauber ist, wie nah ich am Limit war, im Dodge fast sogar ein bisschen besser, aber trotzdem zeitlich gar keine Frage. Ford, deutlicher Sieg, noch deutlicher war es dann aber trotzdem nochmal bei René, der ist gefahren eine 2 Minuten 35 im Dodge. Oh, kann man machen, sollte man nicht machen, ist jetzt wirklich nicht schnell, gerade für die A-Klasse nicht. Im Ford ist er dann eine 2 Minuten 22 gefahren. Also auch hier ein kaum Geschwindigkeitsunterschied. Kaum, nur so 12, 13 Sekunden, das ja, geht schon mal klar. Kann man machen.
Und mir ist kein Fahrfehler beim Dodge passiert eigentlich, ne? Also, nicht nur eigentlich, mir ist keiner passiert, also. Ja, es hat sich irgendwie angehört in der letzten Kurve bei dir, als wäre es ein bisschen knapp gewesen, aber ich meine so, ja. Ja, aber kein Checkpoint oder sonst irgendwas, was die hohe Differenz halt erklärt, ne? Also. Ich hab's ja nicht gesehen, also ja, wenn das ein schlimmer Komplett-Eindreher war, dann. Ja, nee, das nicht. Ich würde sagen, einfach die LI in Forza, der lügt nicht. Ford 835, 36? Ja, irgendwie so in dem Dreh. Der Dodge 786. Genau. Also da ist 50 LI sind dazwischen, das ist eine halbe Klasse hier in Forza. Und ich würde fast sagen, so wie die Autos gefahren sind, das gefühlt noch mehr als nur eine halbe Klasse zwischen denen liegt. Und das lässt sich sicher dadurch erklären, dass sie einfach was ganz anderes gedacht haben. Ich meine, gerade wenn man auf den Ford schaut, mit Flügel vorne, hinten vorne ein bisschen diffuser, schön aggressiv. Das ist nicht nur als Muscle Car zu verstehen, das ist wirklich eine Ansage an die Strecke halt. Nach dem Motto, der will auch um Kurven und so alles schnell gehen. Der Dodge, ja, sie haben gesagt, Dodge, was macht uns aus? Wir bauen große, starke Autos. Machen wir unser Auto gefühlt noch böser, noch kantiger, noch ein bisschen stärker, aber irgendwie so dieses Feinjustieren haben sie nicht so ganz hinbekommen. Ja, ist halt der Cruiser, ne? Mhm. Darfst du nicht vergessen, in Amerika darfst du eh nicht so schnell fahren. Was auf der Rennstrecke. Da kannst du dann nicht so schnell fahren. Das amerikanische das Auto ist, nein. Ich muss sagen, gerade auch verglichen mit deutschen Sportwagen, dieser Ford, die verliert brutal ab. Oder ich meine, nur deutschen ab, aber allgemein europäischen Sportwagen macht hier der Ford einiges richtig. Also er fühlt sich super leicht an. Er ist wirklich sehr flott, sehr sicher auch zu fahren. Super leicht, super gutes Einlenken und alles drum und dran. Das ist ein guter Sportwagen. Aber ich glaube, in der USA ist die Viertelmeile-Szene eh so ein bisschen stärker vertreten als hier zu Lande. Mhm. Ne, von daher hat Dodge sich einfach gedacht, sie gehen da wahrscheinlich mehr drauf. Ja. Und ein Auto kann halt nicht immer alles. Ja, aber ich gut. Mich würde es jetzt interessieren, gerade der Drag Strip, der, ja, ihr wisst es alle, noch anschied am Schluss. Könnt ihr sogar fast nochmal knapp werden. Ich meine, wir haben auf der Autobahn gesehen, eine Ford hat weniger Leistung und zieht trotzdem mehr. Zumindest ganz oben rum. Je nachdem, wie sie es auf die Strecke bekommen, habe ich eine bessere Gewichtsverteilung auch nochmal als du. Wahrscheinlich hast du ein bisschen die größeren Hinterreifen, die breiteren. Ich denke, das könnte sogar nochmal spannend werden. Auch das noch. Also wenn ich dir das wegnehme, dann musst du mir zugeben, ist sofort einfach das bessere Auto. Wenn du dann ziehe ich die Krone, die ich nicht habe. Ja, genau. Dann schmeißt du dein Auto in die Mülltonne und kommst auf die gute Seite der Macht, die meistens in Bordsteinen endet. Also ich finde beide Autos so schön. Muss ich mal so nebenbei sagen. Ja. Das auf jeden Fall. Ja, ich meine, rein von der Designsprache finde ich, das habe ich ja damals im Dodge gegen Mustang Video schon gesagt, finde ich, rein von der Designsprache finde ich den Dodge sogar fast geiler. Der hat mehr Charakter, der hat mehr Eigenschaft. Der weiß genau, er will groß, böse, fieses reinschauend sein. Der Mustang ist halt, ja, er hat irgendwie Mustang-Elemente, diese drei Streifen als Rückleuchten. Allgemein so ein bisschen diesen Flair, das passt schon, aber irgendwo dieser Charakter, der fehlt ihm eher noch als im Dodge. Das kann man ihm auf jeden Fall noch lassen. Ja, beide schauen gut aus. Das sei ja auch nicht. Ich will nicht sagen, dass der Dodge besser ausschaut, das ist ja auch immer Geschmackssache. Ich finde, der Dodge hat mir. Ich hoffe, du verstehst, er hat einfach mehr Persönlichkeit. Ja. Ja. Also ich wüsste auch nicht, welchen ich nehmen würde, wenn ich die Wahl hätte. Wenn du beide Autos sozusagen hinstellst in einem Kind und sagst, welcher ist der Amerikaner, dann wird das Kind erstmal auf den Dodge zeigen. Ja, das definitiv. Ist definitiv der Dodge das Auto. Das Auto, ja. Aber auch alleine von der Marke.
Dodge, aber Ford, ne? Jetzt gibt es nur noch eins, kann ich dem Dodge die komplette Würde entziehen. Und damit ab aufs finale Event, das Drag Race, das René jetzt auf keinen Fall verlieren darf, weil sonst seine Ehre absolut weggenommen ist. Oder so, egal ob er jetzt nochmal zurückkommt oder nicht, nächste Woche könnt ihr euch nochmal freuen, da darf der Shelby nämlich nochmal antreten. Da habe ich nämlich noch einen anderen Gegner gefunden und da muss er sich dann beweisen. Aber was das ist eine Überraschung bis nächste Woche. Von dem her, bis dann. Ciao, ciao.